Willkommen zu einem neuen Photoshop-Tutorial. Mein Name ist Lars und in diesem Tutorial möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie so einen Schrifteffekt erstellen können. Das werden wir jetzt machen. Als erstes werde ich dazu eine neue Datei öffnen, gehe auf Datei, Neu, nehme die Breite von 1280 mal 800, also die Höhe. Das können Sie natürlich frei beliebig selber entscheiden, wie Sie es gerne haben möchten. Bestätige das mit OK. Und für als erstes diesen Hintergrund mit Schwarz. Dazu nehme ich das Füllwerkzeug. Das finden Sie hier links, Füllwerkzeug, der linken Maustaste und die Ebene gefüllt. Als nächstes nehme ich unser Textwerkzeug und schreibe einen Text in der Farbe Weiß, die ich hier links auswähle. Durch den Klick auf den Pfeil wechseln wir die Farben. Wenn Sie nicht schwarz-weiß haben, klicken Sie hier oben, dann bekommen Sie schwarz und weiß. Nehmen die Farbe Weiß und schreiben wir Zuschauer. Nehmen wir unser Verschiebewerkzeug hier, oben links, schieben das etwa mittig. So in etwa. Dann gehen wir auf diese Schriftebene, die wir gerade erstellt haben. Kopieren Sie einfach mit STRG und J. Als nächstes gehen wir auf Filter. Auf Stilisierungsfilter und auf Windeffekt. Jetzt müssen wir die Ebene rastern hier, diese Textebene, machen einfach OK und dann ist automatisch gerastert. Jetzt können wir mit der arbeiten. Methode nehmen wir Wind, Richtung rechts. OK. Jetzt wiederholen wir das nochmal. Wir müssen jetzt nicht nochmal alles neu auswählen, sondern gehen einfach auf Filter, Windeffekt. Haben wir es nochmal wiederholt. Drücken STRG und T, frei transformieren. Und mit gedrückter Shift-Taste drehen wir das Ganze einmal auf den Kopf. Beziehungsweise so nach oben. Gehen dann auf Filter, wiederholen die Filter noch zweimal wieder. Drücken wieder STRG und T. Drehen das dann wieder auf den Kopf. Also immer in eine Richtung drehen, das ist ganz wichtig. Und immer mit gedrückter Shift-Taste. Nehmen wieder Filter, wiederholen diesen Filter zweimal. Drücken wieder STRG und T. Wieder drehen. Wieder die gleiche Richtung gedreht. Jetzt haben wir Windeffekt. Wieder STRG und T. Na, mit gedrückter Shift-Taste, wie ich schon gesagt. Gerade ziehen. So, mit Enter bestätigen. Jetzt haben wir überall zweimal den Windfilter hinzugefügt. Oben, unten, links, rechts. Sieht das Ganze so aus. Dann schieben wir das Ganze wieder über unsere Schrift. Dass es passend aufliegt. So in etwa. Jetzt können wir diese Schriftebene über den Text schieben. Also beziehungsweise über unsere Filterebene rüberschieben. So. Jetzt gehen wir wieder auf die untere Ebene und kopieren diese zweimal. Drücken am STRG und J. Beziehungsweise brauchen wir sogar nur einmal kopieren, das reicht schon. Einmal STRG und J. Haben sie einfach kopiert. Drücken dann STRG und U, um Farbton und Sättigung zu kommen. Dort klicken wir auf Färben. Stellen hier Farbton auf 50, Sättigung auf 100 und gehen etwas mit der Helligkeit runter. Ja, etwa auf minus 16. Stecken das mit OK. Gehen auf die andere Kopie. Klicken STRG und U. Machen wieder einen Haken bei Färben. Stellen die Sättigung wieder auf 100. Farbton auf 25. Und die Helligkeit auf minus 50 etwa. Wir bestätigen das hier mit OK. Gehen dann auf unsere Ebene hier. Auf die erste, wo die noch nicht. Kann es auch mal ausblenden, diese Ebene hier. Die wir nicht mit unseren Filtern bearbeitet haben. Gehen auf diese Ebene. Drücken STRG und U. Beziehungsweise müssen diese Ebene erst rastern. Dazu gehen wir rechts die Maustaste hier drauf. Und gehen auf Text rastern. Jetzt können wir den Text bearbeiten. Drücken STRG und U. Gehen auf Färben. Das Häkchen und stellen die Helligkeit ganz nach unten, dass unser Text schwarz ist. Stecken das mit OK, nehmen unser Verschiebewerkzeug und schieben unseren Text passend auf diesen Schriftzug, der so leuchtet. Halt den gleichen nochmal, dass es passend hier aufliegt, dass wir einen Schein haben. So in etwa. Jetzt können wir alles noch zu einer Ebene zusammenfügen.
markieren alles mit gedrückter Steuerungstaste, alle Ebenen drücken STRG und E und fertig ist unser Schrifteffekt. Simpel und einfach und schnell zu erstellen und ich danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.